Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play OFM Grizzly Folge 32. Ja, heute ist meine Frau zu Hause und lauscht im Hintergrund meinen Let's Play. Ich hoffe, sie wird sich ruhig verhalten, denn ihr wisst ja, ich mag es nicht, wenn irgendwelche Hintergrundgeräusche zum Hören sind. Und deswegen entschuldige mich ich jetzt schon für meine Frau, falls sie im Hintergrund irgendeinen Blödsinn anstellt. Gut, letztes Let's Play war am ersten Spieltag das große Praterturnier findet auch statt, wie geplant, zudem dann später eine kleine Excel-Tabelle. Seit Spieltag 1 hat sich ja bei mir eigentlich nicht sehr viel getan, es hat sich nur ein Jungspieler verbessert, alles Ambacher an Spieltag 3. Und gestern habe ich zwei Spielerverträge verlängert, Reinaldo dos Santos und Martin Dumba. Es hat sich heute leider kein Spieler verbessert, das ist jetzt glaube ich eine Premiere, das erste Mal kein Spieler, aber okay, soll so sein. Gehen wir dann gleich einmal zur Liga und hier halte ich meinen 10. Platz. Ja, momentan ziemlich ausgeglichen die Saison. 4 Siege, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen. Ja, man sieht auch beim Spielplan, dass ich eigentlich schon die, sag ich mal, ziemlich stärksten dieser Liga gehabt habe. Und zwar am 4. Spieltag den FC Coyoten mit der Stärke 100, 3:0 verloren. 5. Spieltag SV Casino Salzburg 94, 2:0 verloren. Aber auch am 7. Spieltag war SK Kirchbach mit einer Stärke von 87 und heute Helles Verona, zwar 10 Stärken, schwächer als ich, ein 2:2 und morgen geht es gleich wieder weiter mit OMG Saufnasen, nennt sich dieser Verein, ein komischer Name, aber was soll's, mit einer Stärke von 95, gleich um so viel besser, wird wahrscheinlich wieder eine Niederlage werden. Ja, nun das große Praterturnier. Gehen wir doch gleich mal zu den Fun Cups. Ja, das Praterturnier ist ausgefüllt. Mit 10 Teams. Das gute gut Team macht wieder mit. Der Titelverteidiger müsste das sein. Ich schau mal nach. Genau, das gute gut Team ist der Titelverteidiger. Dann der FC Stachus, die Elbkickers Hamburg, die Erdinger Grizzlies, Bitcoin United, FC Tomasius, Boysham United, Internet Team, VTB Chemnitz Schönau, Arriba San Fernando, der FC Kokowin, auch wieder dabei der Let's Player FC Retrovan. Ich freue mich auch auf Bukos Nekos und dann VfB Non 1062. So wie letzte Saison auch wieder dabei. Und neu Eintracht Bickensoul aus Polen dabei. Ja, und ich habe mir die Zeit genommen und habe gestern, also nicht mit der heutigen Spielerhöhung, sondern mit Spieltag 8 mir die Vereine etwas genauer unter die Lupe genommen und angesehen und habe für euch diese Excel-Tabelle erstellt, damit ihr circa wisst, mit welchem Team ihr es zu tun habt. Und das sieht da so aus. Die Teams sind, sag ich mal, so aufgelistet, wie sie sich angemeldet haben. In der Spalte 1 der Marktwert der top aufgestellten 11 mit Spieltag 8. Die Ligastärke mit Spieltag 8 und seit wann dieses Team OFM spielt. Und hier sticht klarerweise heraus Bitcoin United mit 73,32 Millionen. Dann Eintracht Bickensoul mit 24,66 Millionen. Dieser mal zu den Teamwert der Top 11 und ihr könnt euch euren Club, wenn ihr noch immer meine Let's Plays verfolgt, jetzt mal selber heraus filtern und vergleichen mit anderen Teams. Ich 8,31 Millionen Euro und das schwächste Team momentan VfB Non mit 0,8 Millionen Euro, spielt aber auch erst seit der Saison 130. Ja, die Fun Cup Auslosung findet dann mit Spieltag 12, glaube ich, statt. Und wir werden gespannt sein, wer sich vielleicht neu in die Fun Cup Liste der Sieger eintragen wird. Auf jeden Fall, was ich noch von euch wissen wollte, Stärke 75, passt das für euch oder seid ihr der Meinung, kann man etwas erhöhen, vielleicht auf 80 raufgehen mit dem 4. Praterturnier? Da lasse ich euch das klar entscheiden, denn ihr seid meine Teilnehmer und ihr könnt hier sicherlich auch ein Wörtchen mitreden. Oder macht mir Vorschläge, wieder runtersetzen auf 65, doch lieber rauf auf 80 oder auf 75 bleiben.
schreibt mir. Ich werde mir dann quasi mich nach euch richten, nach der Mehrheit. Ich bin für alles offen. Ja, dann habe ich auch mit anderen Vereinen geschrieben, so wie: Hallo, wie geht's euch? Was gibt's Neues? Also bei mir gibt's eigentlich wenig Neues. Ich versuche die Saison jetzt dann nur mal durchzukommen und ich versuche, wenn wir wieder auf den OFM gehen, meinen Stürmer, schauen wir doch gleich mal Ronaldo dos Santos, diese Saison die Stärke zu verbessern. Und zwar fehlen Ronaldo dos Santos noch 193 Stärkepunkte. Wenn ich jetzt rechne, im Schnitt sollte er 10 Stärkepunkte bekommen. Wären das 20 Spieltage, Spieltag 9, Spieltag 30 herum, vielleicht, dass es hier klappt, dass ich ihn mit Saison 133 dann verkaufen kann. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Möge eure Ziele in Erfüllung gehen diese Saison. Somit war es das auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss und Baba, euer Grizzly.